Guten Morgen, ich mache gerade schon Frühstück. Heute ist Feiertag, Vatertag ist es. Und wir hatten gerade schon den Schock des Tages. Also hoffe ich, dass es nicht schlimmer wird. Ich habe euch doch erzählt, dass Murphy hier immer, nicht immer, aber letztens eine heiße Hündin gerochen hat und dann halt gejankt hat und so. Ja, und heute Morgen, wir waren eine große Morgenrunde, haben Brötchen geholt. Und waren dann im Garten, haben schon mal das große Planschbecken befüllen wollen, damit das Wasser warm wird schon mal. Und das Murphy hatte halt wieder diese Hündin gerochen und stand schon am Tor immer und hat zwischendurch halt so gebellt oder gejault ein bisschen auch, dass er raus wollte aus dem Garten. Ja, und auf einmal wurde es so leise und dann war der weg. Da ist er echt durch den Zaun durch. Hat er es geschafft, den so zu lösen. Er hat so lange daran gezogen und hin und her gezurrt mit der Zähne, mit der Pfoten, dass er da durchkam. Das ist ja dieser Draht, den haben wir festgemacht mit diesen Tacker-Dingern. Der Bernd tackert den gerade wieder dran. Leute, ey. Und dann haben wir hier diese Dings genommen, um zu rappeln. Das ist ja dann so voll laut. Mal auf das Geräusch hört er halt total. Und er war schon hier über der Straße, die eigentlich sehr viel befahren ist. Aber weil heute Feiertag ist, zum Glück nicht. Der war über der Straße und hat da halt geschnüffelt. Wir haben die Hündin heute Morgen nämlich noch gesehen. Die ist da lang gelaufen, wo er hingegangen ist. Boah, ich habe so einen Schock gekriegt. Dann bin ich halt hingelaufen, habe ihn gerufen. Der hat sich auch sofort umgedreht, ist auf mich zugerannt, hat sich gefreut. Und dann hat er zwei Meter vor mir wieder Stopp gemacht. Oh, und dann ist er wieder weggelaufen und oh mein Gott, ich sag euch. Und dann habe ich ihn halt gehabt so, habe ihn einfach am Fell gepackt, habe mich auf ihn gestürzt, habe Bernd gerufen, weil der war auf dem Weg schon. Der hatte halt dieses Ding geholt, diese Schüssel zum Rappeln, weil ich den Smurfy nicht hochheben wollte und er hatte ja kein Halsband um und ich wollte ihn halt nicht hochheben, weil ich nicht so schwer heben soll. Aber Bernd war ja dann schon da und hat ihn dann Gott sei Dank nach Hause gebracht. Ja, du kleines Baby. Das hätte richtig schief gehen können. Da hätten wir aber alle geschrien, sag ich dir. Da hätten wir geschrien. Ey! Sagst du guten Morgen? Jetzt hat er euch hier verdreckt. So. Oh. Mann, jetzt ist das ganz beschlagen. Hiermit vielleicht. Ja, jetzt müsste es gehen. Ja, ich weiß, du leidest. Ja, wir haben jedenfalls schon mal so alles vorbereitet im Garten für den Nachmittag heute oder für den Mittag. Es ist jetzt noch ganz früh, ja, obwohl jetzt geht es schon 8.30 Uhr, aber wir sind seit 6 Uhr wach, war eine riesige Runde, haben schon schön Brötchen geholt, jetzt ist der Pool schon am Volllaufen, dass das Wasser halt schon mal warm wird und die Sonnenstühle sind draußen, alles vorbereitet mit dem Sonnenschirm, weil ich mich nicht so in die knallige Sonne legen möchte, mit dem Bauch zumindest. Und deswegen haben wir den Sonnenschirm geholt bei Thomas Philips und es soll schön werden heute. Deswegen wollen wir den Tag im Garten genießen. Ich mache jetzt hier schon Rührei. Jetzt ist mir schwindelig. Ja. Ja, jetzt geht es wieder. Wenn ich so hochkomme, dann ja, ist mir schwindelig. So, ich mache jetzt Frühstück, wir frühstücken und wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich gefunden habe, welche dir, die Sonnenblumen? Ja, reicht doch. So, hallo. Der ganze Tag ist schon vorbei und wir haben gar nicht gevloggt heute. Du hast auch nicht dran gedacht, mal die Kamera rauszuholen, ne? Ne. Wir waren den ganzen Tag eigentlich im Garten, haben gegrillt, die Kinder waren im Pool, also in dem großen Planschbecken und auf dem Trampolin und wir haben gechillt in der Sonne und im Schatten, je nachdem wie man sich gefühlt hat. Und es war einfach total entspannt, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und nicht zu filmen. Ja, ehrlich gesagt tat das ganz gut. Und weil Smurfy ja immer noch diese heiße Hündin riecht die ganze Zeit, sind wir die Abendrunde woanders hingefahren. Wir sind hier zum, was war das, Schiffshebewerk? Bitte? Zum Schiffshebewerk? Ja.
sind wir gefahren und sind da jetzt eine Stunde ungefähr spazieren gegangen und sind jetzt gerade wieder nach Hause gekommen und bereiten jetzt alles vor, oder eher gesagt, Bernd bereitet jetzt alles vor für morgen, denn morgen machen wir einen Ausflug ins Fort Fun. Das ist so ein Freizeitpark, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wir machen uns halt Brote und Snacks. Der Bernd hat Nudelsalat gemacht, Kartoffelsalat und sowas alles. Und Frikadellen haben wir auch noch. Ja, die muss man auch noch braten. Ja. Nachmachen, wenn ich fertig bin mit meinem Spiel. Ja, kann ich ja gleich machen. Nee, schon nicht mal lieber. Ich habe mich den ganzen Tag geschont. Wir hatten bei Netto, gab es so veganes Hack, also wie rohes Hackfleisch, und daraus hatte Bernd die wie Frikadellen gewürzt, und die sind seit gestern im Kühlschrank. Die müssen wir noch braten, die nehmen wir dann auch mit ins Fort Fun. Und da dürfen Hunde rein, deswegen ist das so praktisch, wir nehmen Smurfy auch mit. Und jetzt bin ich wieder müde. Ich bin immer müde, ja. Das stimmt. Ja, soweit geht es mir ganz gut. Keine Übelkeit, großartig heute. Nur müde. Aber wenn wir entspannt, dann ging das alles ganz gut. Hat man das Brötchen übernehmen, ne? Nee, da habe ich das letzte gerade noch mit einer Wurst gegessen an den Brötchen, bevor wir laufen gegangen sind. Ja. Nee, ist ja nicht schlimm. Ja. Da habe ich noch mal Hunger bekommen. Ich sag euch, wenn ich fertig bin mit dem Brüten, habe ich 40 Kilo zugenommen. Smurfy, du müsstest doch jetzt todmüde sein. Nee. Eigentlich. Smurfy, geh mir doch mal unter die Füße bitte weg. Es riecht gut. Der wird immer größer irgendwie. Also wir müssen an der Arbeitsplatte, wir legen schon alles ganz nach hinten in der Küche immer, und weil er holt sich das halt runter. Aber er kommt halt immer weiter. Und selbst wenn man es ganz nach hinten legt, gestern hatte der sich so ein Dönerbrot darunter geholt. Dann kam der damit hier ins Wohnzimmer gerannt. Und Bernd sagte, was hat er denn da für einen Schwamm in der Schnauze? So ein Spülschwamm, so sah das erst aus. Ja, und dann hat er halt gemerkt, das war dieses Pide-Brot vom Döner rausgeholt. Und heute hatten wir diese vegane Bratwurst, die ist ja tiefgefroren, und Bernd hatte die schon rausgeholt mit den Maiskolben und so hingelegt zum Grillen, dass sie auftauen. Und auf einmal, der hat ja gejault wieder, der Smurfy, wegen der läufigen Hündin. Auf einmal war es so ruhig, ja, und dann haben wir halt bemerkt, der hat sich da eine Wurst runtergeholt, und der hat die, also die war echt noch sehr tiefgefroren, so angetaut. Der hat die gekaut und runtergeschluckt. Bitte? Wie eine Ente. Wie eine Ente. Ja, und das, obwohl die Wurst auch sehr weit hinten war. Wie macht er das? Er hat so eine ganz lange Zunge, wie so ein Frosch, oder was ist das für ein Tier, was so macht und sich das Essen holt. Er geht mit den Pfoten auf die Arbeitsfläche und dann so, und dann hat er die Wurst in der Schnauze und zack. Also, ja, er kann das auch ganz schnell, so dass man, wenn man hier im Wohnzimmer ist, kriegt es gar nicht so schnell mit. Bitte? Ich dachte, der Hund ist ein Rat. Ist Salat? Nein, er will was Fleischiges. Ja, mit dem Kastrieren, das wissen wir immer noch nicht so genau. Bis jetzt haben uns das alle empfohlen. Ich habe auch nochmal in der Beagle-Gruppe nachgefragt. Aber ich habe heute echt fast geheult, wo ich drüber nachgedacht habe mit dem Kastrieren lassen. Ich weiß, der leidet, wenn der jetzt hier so die läufige Hündin hat. Und das ist dann, wenn das halt vermehrt vorkommt, besser ist für den Hund, aber dann habe ich halt gelesen im Internet darüber, dass es, wenn die Hormone weg sind, dass der Charakter sich auch verändern kann, also dass der total ruhig wird und träge und lethargisch, und dann, ja, wir wollen den halt so, wie er ist. Er ist halt so Smurfy, der ist voll toll, unser Etty Croquetti. Da, guckt ihn euch an, da liegt er. Der Etty Croquetti, der soll so bleiben. Und nicht lethargisch. Also jetzt gerade ist er auch lethargisch, weil er halt viel gelaufen ist und war noch den ganzen Tag im Garten und so. Aber der soll halt schon so bleiben, wie er ist. Und ich weiß nicht. Ist halt. Dann kann man diesen Chip ausprobieren, diesen Kastrationschip. Dann sieht man ja erstmal, wie sich der Charakter verändert und so. Vielleicht machen wir das erstmal, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt geht es. Es war dann am Nachmittag, war der wirklich wieder ganz normal im Garten und so. Es war halt wirklich nur vormittags.
Und jetzt, wo wir halt woanders spazieren waren, war das auch alles okay. Jetzt jault er halt nicht. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange die Hündin läufig ist. Und dann kommt die nächste Hündin, die läufig ist. Man kann ja halt nicht jeden Tag immer nur woanders hinfahren und spazieren gehen. Muss man halt gucken. Ja. Aber, boah, sorry. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ich muss euch noch was erzählen. Wo ist mein Handy? Vielleicht geht das jetzt wieder. Hier ist mein Handy. Ja, weil ich habe ja diesen heutigen Tag so entgegengefiebert, weil heute ist der Tag, wo ich bei der letzten Schwangerschaft die Fehlgeburt hatte. Und ich habe halt so eine App, diese Schwangerschafts-App, die mir immer anzeigt, wie weit ich bin und wie das Baby aussieht jetzt gerade und so. Und genau heute lädt die nicht. Das ist immer so und dann geht's weg gleich, der Bildschirm. Und das ist den ganzen Tag so. Da, jetzt ist es weggegangen. Jetzt, wo ich es weggehalten habe, jetzt gehe ich wieder drauf und dann geht es gleich wieder weg. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich will den anderen Tag sehen, den nächsten Tag. Und ich denke jetzt so, das ist voll das schlechte Zeichen, obwohl ich diesen Tag endlich fast überstanden habe. Ich habe immer gedacht, wenn ich diesen Tag erreicht habe und dann so mittags um die Zeit kam ja die Blutung letzte Mal. Und wenn ich das gut überstanden habe, dann wird alles gut gehen. Das habe ich geschafft. Das ist jetzt 19 Uhr. Und ja, die App geht halt nicht. Das macht mich ein bisschen kirre, aber ja, egal. Hauptsache, die Blutung ist nicht down, es ist alles gut. Soll ich dir jetzt noch was helfen? Nee, ganz gleich. Wenn du spielst? Ja. Ja, dann mach ich die Freakies und meine Brote und so. Und die Brötchen weiter backen. Ach so, müssen wir noch eine Ladung backen? Ja. Da wird nur die kleinen Ofen drin. Ach so, ja, mach ich gleich. Wir nehmen nämlich richtig viele Brötchen mit. Bernd nimmt 10 mit, ich nehme 10 mit und die Kinder jeweils 5. Plus die Salate, Nudeln und Kartoffelsalat. Ja, und dann haben wir noch Chips und Schokolade und alles. Aber wenn man halt auch den ganzen Tag läuft, wir fahren morgens los. Wie viel Uhr? Keine Ahnung. Was hat man gesagt? 7:45, ne? 7:45 fahren wir los. Und wir sind bestimmt nicht vor 19, 20 Uhr zu Hause. Und, ja, wenn man da den ganzen Tag rumläuft und so, der Smurfy kriegt morgen auch eine extra Portion. Die Kinder sind ja schon groß, die können ja dann auch schon mal da alleine eine Runde laufen und wir ruhen uns dann aus mit dem Smurfy, weil der ja jetzt nicht da 12 Stunden am Stück laufen kann oder soll. Und ja, damit wir halt nicht verhungern und mit Getränken machen wir das immer so. Darf ich das erzählen oder ist dir das peinlich? Wie wir das mit Getränken machen im Freizeitpark. Wir sind immer ein bisschen geizig. Man hat ja immer voll Durst. Früher haben wir immer voll viel Wasser und so mitgeschleppt, aber das ist ja richtig schwer. Und jetzt nehmen wir immer jeder eine Wasserflasche und wenn die leer sind, dann füllen wir die einfach am Wasserhahn wieder auf. So, also wir trinken halt gerne stilles Wasser, von daher ist das kein Problem. Und jeder eine kleine Cola für zwischendurch so, mal was mit Brause. Aber Wasser füllen wir uns da auf, dann müssen wir nicht so viel mitschleppen. Weil wenn es warm ist, dann trinken wir jeder bestimmt 3-4 Liter. Ja, wenn man so viel läuft und schwitzt und so. Und so viel können wir ja gar nicht mitschleppen, ohne uns den Ast abzuschleppen. Und im Fort Fun ist das richtig bergig. Da gibt es so Bollerwagen und da hatten wir schon mal überlegt, uns einen Bollerwagen auszuleihen. Aber wenn das so hoch und runter geht, dann ist es doof mit dem Bollerwagen. Und deswegen gibt es nur eine Wasserflasche für jeden, die dann nach Bedarf aufgefüllt wird. Und das hat bis jetzt auch immer geklappt. Das hat geklappt im Moviepark, im Phantasialand, im Hansapark und im Fort Fun auch. Ja. Gut, ansonsten war das jetzt alles zu berichten. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Morgen werde ich die Kamera zu Hause lassen. Wir genießen einfach mal den Tag morgen mit den Kindern. Und mit dem Hund und mit uns und so. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Feiertag. Ja, allen Vätern einen guten Vatertag und so. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.